Hallöchen, Popöchen und herzlich wieder. Willkommen wieder zurück. Das ist... Oh, ich bin falsch reingegangen. Das ist es gar nicht. Das ist... ja. Ich bin falsch reingegangen. Entschuldigung. Das ist... Doch. Jetzt habt ihr gesehen, dass ich gestorben bin. Ich will zu Hexlein Peniskopf rein. Und damit ihr jetzt nicht fragt, warum Peniskopf, ich weiß es nicht. Ich hab's das ist ja jetzt auf meinem PC und da muss ich halt den Server wieder reinpacken. Oh, Entschuldigung, ich muss gerade rülpsen. Hallo. Okay, und ich musste den Server halt wieder reinpacken und wieder benennen. Und ich habe einfach, keine Ahnung, ich habe irgendwie Hexel und Peniskopf geschrieben, weiß ich nicht. Ich habe jetzt irgendwie was mit Penisse. Ich sag die ganze Zeit Penis. Deswegen denken jetzt 50% der Zuschauer, dass ich gay bin. Aber wie in der letzten Folge schon gesagt, nichts gegen Homosexuelle. So, und ich weiß, das habe ich jetzt falsch gemacht. Nein! Wichser, ganz ehrlich, ey. Und hab. Oh, das war ja voll Profi. So. Die zweite Reihe werden wir noch machen. Ach so, der King Slime. Der ist ja dann noch irgendwo. Den habe ich voll vergessen. Den wollte ich ja eigentlich gerade platt machen. Um zu gucken, ob er was Gutes droppt. Lass mir eben noch hier um die Ecke gehen. Hallo. So. 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 Ach, du Schlampe, ey. Ich beleidige das Spiel schon echt zu viel. Das ist schon echt zu viel. Wenn man das Spiel beleidigt, dann ist das echt zu viel. So, jetzt eben um den Königsslime kümmern. Ich hole schon mal das Hydra-Chop. Das ist ganz gut. Erstmal werde ich ihn angreifen. Hallo. Hey. So. Brenn. 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 Ja, das ist schön. Ja, komm. Ach so, ja, stimmt. Die Schwierigkeit wurde gestern Abend auf hart gestellt. Das bedeutet, ich habe jetzt schon 2 Folgen auf hart aufgenommen. Und das ist gerade die 3. Folge, die ich aufnehme. Das bedeutet, es ist immer noch auf hart. Und ich glaube, Facebook ist an oder sowas, weil ich habe gerade eine SMS oder irgendwo bekommen. Komm her, King Slime. Komm her. So. Oh, oh, mein Leben. Mein Leben. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ach du Scheiße. Wird es gerade wieder dunkel? Ja. Toll. Den killen wir erstmal, bevor wir reingehen. Na los, komm her. Na los, spring. Oder kannst du mir nichts anhaben? Na los. Oh, noch ein Schlag, komm. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt können wir erstmal die schönen Sachen einsammeln. Ich weiß nicht, was es ist, deswegen schmeiße ich erstmal ein bisschen Dirt weg. Eine Kingslime-Axt, oder was war das jetzt? Stand auf Englisch, deswegen habe ich es nicht irgendwie richtig mitgekriegt. Was ist denn das? Irgendwelche Berries sind das. Hatchet, also ja, irgendwie sowas wie eine Axt wahrscheinlich. Vielleicht ist das eine Waffe, ich weiß es nicht. Hat Button das jetzt eigentlich im Bett? Ich habe jetzt keine Lust, wieder nach oben zu klettern. Schlafe ich einfach beim Butternuss zu Hause. So. Butternuss, falls du das siehst, ich habe nichts in dein Bett gemacht, das ich nicht machen sollte. Also so pervers bin ich nicht. Ich habe nur ein bisschen geschlafen. Und nur geschlafen. Alleine. Mit niemand mehr. So, jetzt bauen wir nur ein Haus weiter und das sieht doch schon ganz schön aus. Klingt jetzt voll selbstlobend. War ja auch ein Selbstlob. So. Hier mal um die Ecke gehen. Ach nee. Das ist doch nicht euer Ernst. Warum passiert das die ganze Zeit? Und ich nehme wieder ohne Facecam auf. Ich weiß. Jetzt nicht drauf ansprechen. Manchmal gab es ein paar Probleme, dass die Facecam einfach weg war. Oder einfach so, dass ich zwar spreche und aber meine Mund sich nicht bewegt. Und der Rest von mir hat sich auch nicht bewegt. Das war nicht mal der Mund, der sich nicht bewegt. Ja, ach, da ist er. Und deswegen wollte ich mir jetzt eine richtige Kamera zulegen, mit der ich auch Dings aufnehmen werde. Real-Life-Videos für den Kanal Redstake, weil erstmal hatte ich vor, irgendwelche Sachen mit so Fakten zu nennen, aber dann kam ich mir so, also vielleicht haben einige von euch das Video gesehen, Random Facts, und da habe ich noch mit der Scheiß-Kamera-Qualität von letzten, mit der ich die Facecam bis jetzt gemacht habe, aufgenommen, und da habe ich mir jetzt die richtige Kamera besorgt, die womit ich auch den Banner-Special gemacht habe.
und ich wollte es machen, aber dann kam ich mir ein bisschen so vor, als würde ich das richtig kopieren. Deswegen wollte ich vielleicht irgendwelche Vlogs machen, indem ich interessante Sachen über die Welt sage. Aber dann würde mich ja auch alle erstmal als Kopierer von Dings bezeichnen. Also jetzt nicht von Tyler Hicks persönlich, aber jetzt Hicks persönlich. Oh. Sondern dann würden mich alle als Kopierer von Floyd oder so sehen. Wahrscheinlich würde ich andere Tiere nehmen, falls ich irgendwas sage, was er mal gesagt hat, dann würde das nicht extra gewesen sein. Aber zum Beispiel würde es mich jetzt ein bisschen stören, wenn dann Butanos sagt, ja, ich habe damit angefangen und jetzt macht er das auch. Aber Butanos selbst hat mir mal gesagt, ich sollte mal so ein Real-Life-Video machen, deshalb habe ich dann das Weihnachtsspecial gemacht, weil mich einige von euch auf Facebook und auch so angeschrieben haben. Sogar auf Twitter habe ich eine Frage gekriegt, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Wahrscheinlich habt ihr das einfach nur so geschrieben, um nett zu sein, aber scheiß drauf. Die Fragen habe ich bekommen und ich dachte, ja, wenn ich jetzt das schon sagen werde, dann zeige ich das auch und dann kann ich auch dieses Real-Life-Video machen. So, und deswegen nutze ich jetzt diese Kamera und werde Vlogs wahrscheinlich machen für den Kanal Red State, den ihr vielleicht schon gesehen habt, vielleicht nicht. Auf jeden Fall, da werden Real-Life-Videos von mir rauskommen, also Vlogs. Und ich habe schon ein Thema, was ich machen werde. Und wahrscheinlich, wenn dieses Video rauskommt, ist das Video dort wahrscheinlich schon raus, weil ich noch vorhabe, das heute oder morgen aufzunehmen. Wahrscheinlich morgen, weil ich... Oder ich dusche. Weil ich habe gestern geduscht, heute habe ich noch nicht geduscht. Gehe ich erst später duschen und vielleicht nehme ich das danach auf, weil ich gerade aussehe wie ein Penner. Okay, das erste hier ist geschafft. Dann gehen wir an den zweiten ran. Hier könnt ihr das so machen. So als Tisch sozusagen. So außenrum nur an den Fenstern. Und dann werde ich auch hier Window Pieces machen. Eigentlich haben die Pinus, keine Ahnung wie das auf Englisch das heißt. Nicht mal wie es auf Deutsch heißt, weiß ich jetzt nicht. Diese Fensterdings, diese, nicht die Blöcke, sondern einfach die Gläserscheiben. Was willst du denn jetzt? Hab ich deinen Papa getötet und du willst dich jetzt rächen oder wie? Tja, schöne Rache. Okay. Slimes können nichts gegen mich ausrichten. Ich bin Sohan, ich spüre keine Schmerzen. Und finde, dass ich, Herzen verliere, dann bedeutet das einfach nur, dass ich wütend werde. Okay, ich könnte das jetzt... Okay, ich lasse das erstmal da. Und mach außenrum, weil es das Einzige ist, was ich jetzt richtig brauche. Ist das hier außenrum. Da kommen wir später ran. Und ich darf aufnehmen bis 10 nach 4. Deswegen gucke ich eben... wir haben noch 10 Minuten. Ihr seht jetzt schon, wow, er gibt sich ja richtig Mühe. Was, er gibt sich Mühe? Wow, er überspringt nicht. Was heißt überspringen? Wie heißt es nochmal? Also, ich gehe nicht über die Zeit drüber. Entschuldigung, dass ich immer meine Wörter vergesse. Ich habe ein Wort vergessen. Dass ich immer vergesse, was ich sagen will, weil das ist so beim Let's Play. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem so ist. So, okay. Und jetzt erstmal mit Dirt hier hochgraben. Mit Dirt nach oben graben, bevor ich Dirt platziere. Ha! Voll behindert. Der kann kein Deutsch. So, jetzt nehme ich Marble. Ich habe Cobblestone. Jetzt kann ich wieder dahin. 5 Blöcke werden nicht reichen. Das weiß ich schon. Habe ich jetzt eigentlich einen Flugstab irgendwo noch liegen? Der würde mir jetzt ziemlich nützen. Nein, das muss höher. Deswegen werden wir jetzt erstmal Cobblestone hailen. Cobblestone. Irgendwo da oben. In unseren Kisten werden wir doch bestimmt noch Cobblestone haben. Oh, ich benutze mal die Treppe. Ich habe jetzt extra eine Treppe gebaut und damit nutze ich die nicht. Hier ist dann ein anderer Eingang, den ich dann noch machen werde. Ich werde das wahrscheinlich alles alleine umändern, aber das ist mir jetzt die Wurst, weil ich sowieso dran Spaß habe. Cobblestone. So, das nehmen wir. Wir können eigentlich das meiste wieder hier lassen. So. Nehme ich erstmal mit, weil ich nicht weiß, ob es viel gebrauchen werden. So viel Geld brauche ich nicht, oder vielleicht doch, ich nehme es einfach mal mit, dann tue ich das weg. Das und das packe ich rein, das Schild auch. Axt nehme ich erstmal vorsichtshalber mit. Eine Crafting Table haben wir da schon, aber die ist jetzt voll, deswegen packe ich die Crafting Table hier rein. Geht aber auch nicht, ist voll, deswegen gehen wir mal los. Wie viel haben wir jetzt? 2 Stacks. Haben wir nicht mehr?
Ich weiß jetzt, ich glaube, wir werden nämlich viel mehr gebrauchen. Cobblestone. Ja, mehr. Wir haben aber keine Lightwooden Planks, oder? Oder wie das heißt. Lightwood. Ich kann zwar Englisch, aber meine Aussprache ist nicht die beste. So, don't judge me, cause I'm not professional. So. Das sieht das mal aus, als wäre das ein komisches Haus und da ist ein Kamin. Es ist aber nicht, das ist kein Kamin. Oh toll, jetzt kann ich mich wieder da hochblocken. Mit dem Dirt. She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer, never ever lonely. Ob das so reicht? Ich guck erstmal. Ich glaube, das wird reichen. So, kommt man da oben ran? Ja. Dann werde ich mich erstmal hier so lang bauen. So. Und ich muss Cobblestone-Treppen machen. Ganz viele. Oder habe ich welche? Nein. Ach nee. So. Oh, hat voll was gebracht, ey. So. Also ich will einfach nur hochkommen. So dass ich gleich hochkomme. So, das wird erstmal reichen. Das wird gleich wieder weggemacht, keine Ahnung. Keine Angst, meine ich. So. Cobblestone. Treppen. Ganz viele brauchen wir. So und so. Ach, da fehlt einer. Das darf ich nicht vergessen. 10. Viel mehr wird es gerade nicht reichen. Dann haben wir hier erstmal ein paar. Ab geht die Post nach oben. So. Geiles Treppenhaus haben wir gerade hier gebaut. Ein Treppenhaus auf jeden Fall. So. Dann. So. Dann so. Dann so. Wahrscheinlich werde ich hier gleich irgendwann mal runterfallen. Ich dachte gerade, da wäre ein Chocobo. Aber das ist einfach nur so ein komisches Taubsee. Redfinch. Wie komme ich jetzt auf Penis? Phönix. Eine rote Phönix, glaube ich. Heißt das jetzt auf Deutsch übersetzt. So, jetzt kann das hier wieder weg. Und wir machen ein paar Stockwerke weiter runter. Ja. So. Dirt nehmen. Dirt nehmen. Und ich könnte über ein paar Themen reden. Aber was für Themen soll ich jetzt nehmen? Voll gerein. Voll der Boss gerade. Was für Themen könnte ich nehmen? Und ich weiß wirklich gerade nicht, was für Themen ich jetzt ansprechen könnte. Ich könnte sagen, warum ich den Kanal Redstick jetzt gemacht habe. Aber ich wollte das eigentlich dort im Kanal ansprechen, bei dem ersten Video. Deswegen werde ich einfach mal irgendwas hier weiter labern, wie immer. Improvisieren und Mist labern, das ist das Beste, was ich kann. Da könnt ihr alle fragen. Meine Mutter gibt euch da recht. Ich labe immer Mist. Meinen Lehrern könnt ihr fragen. Ja. Und das habe ich jetzt falsch gemacht. Oder? Oh ja, das habe ich falsch gemacht. Sehr, der kommt nämlich so hin. Und der so. Und der dann so. Naja, nicht ganz so, aber fast so. Okay, komme ich erstmal so ein bisschen wieder raus. Ich mache, meine Nase juckt gerade. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie juckt meine Nase gerade seit ein paar Minuten. Da habe ich gerade mein erstes Mal gekratzt. So. Ich spring mal eben runter und guck, wie das aussieht. Das wird noch ein geiles Haus, das kann ich euch sagen. Warum ist die Minimap ganz weiß? Weiß nicht, aber ich gehe schlafen. Aber ich kann nicht aufhören zu bauen. Das ist so schrecklich mit dem Bauen. Man fängt an und man kann gar nicht mehr aufhören. Ich glaube, ich nehme gleich noch eine Folge auf. Aber erstmal gucke ich dann, ob ich überhaupt noch Platz habe. Weil der PC von meinem Bruder ist besser für sowas. Weil der irgendwie viel mehr Platz hat, keine Ahnung warum. Also es sieht schon nach was aus, obwohl es von da hinten aussah wie ein Schiff.
gefärbten Segelrot sah das so ein bisschen aus von der hinten. Aber es wird ein Haus. Ein schönes Haus. Okay, Leute, das mit der Stimme tut mir wirklich leid. Dass ihr das jetzt aushalten müsst, das tut mir wirklich leid. Ich habe mir das irgendwie richtig angewöhnt wegen dem Tunnel-Video. Den Best of Tunnel. Och man, das ist echt kacke, dass ich mir jetzt sowas angewöhnt habe. Ich könnte den Dach jetzt gleich rüberziehen. Ja, das werde ich auch, glaube ich, jetzt machen. Aber wie ich das machen werde. So. Achso, deswegen war der Block hier. Stimmt. Jetzt gehe ich erstmal so rüber. Das kann ich wieder abbauen. Und hier baue ich mich erstmal jetzt hoch. Drei Blöcke. Okay, noch ein. Ich dachte erstmal, das würde reichen am Anfang, aber nicht. So, rüberbauen. Und keine Angst, dass der jetzt Scheiße gemacht wird, weil ich mache keine Scheiße. Ich nehme das mit dem Bauen ehrlich. Ernst. So, ich mache das mit der Erde dann alles weg, keine Angst. Ja. Wie das aussieht. So, dann könnte ich das jetzt am besten machen. So. Genau. Dann wieder so. Ich glaube, ich muss mich erstmal nach da wieder bauen. Ich nehme jetzt schon wieder ganz lange auf. Ich bin jetzt schon seit einer Stunde hier und ich merke das gar nicht. Ich merke das nie, wie lange ich aufnehme. Also ich bin seit einer Stunde in der Aufnahmesession, meine ich jetzt. Also jetzt nicht eine Stunde in dieser Folge. Ich glaube, die sind gerade bei den 20 Minuten oder so angekommen. Ich gehe mal gucken. Ja, nicht so ganz. Wir sind, glaube ich, jetzt bei den 17 Minuten. Könnt ihr ja dann noch sehen, weil Intro und alles kommt noch dazu. Deswegen weiß ich gerade nicht. Inzwischen ist mein Bruder, glaube ich, schon eingeschlafen. Oder er guckt sich nebenan Pornos an. Aber ich will jetzt nichts zu seiner Privatsphäre sagen. Weil ich gucke auch gerne Pornos. Oh ja. Ich liebe Pornos. Entschuldigung. So. Von da aus. Ich mache erstmal nach. Von da. Hallo. Nach da. Wie man hier richtig präzise ziehen muss. So, ich musste also doch ganz viel Dirt benutzen. Ich wusste es doch. So, jetzt wieder die Treppen hier. Och, das wird. Ja. Wir werden ganz viel Treppen benutzen müssen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ganz viel Cobblestone wird hier verschwendet. Aber am Ende wird es keine Verschwendung sein. Ich glaube, jetzt habe ich was falsch gemacht. Verdammt. Jetzt muss ich wieder da hoch. Und hier fehlt ein Dirtblock. So. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Nö. Sogar alles richtig. Okay. Ich dachte, ich hätte was falsch gemacht. Doch nicht. Leider. Leider ist alles richtig. Ja, Gott sei Dank. Jetzt muss ich immer wieder was abbauen. Und das Bauen wird wirklich jetzt lange dauern mit dem Haus. Deswegen kann ich... Die wollen immer ihren Vater rächen. Ihr habt keine Chance gegen mich. Das könnt ihr aufgeben. Euer König ist gestorben. Euer König ist gefallen. Und ihr werdet mit ihm fallen. Irgendwann werde ich diese scheiß Höhle... Eine Höhle hoch am Himmel. Diese scheiß Insel da oben, die werde ich kaputt machen. Ganz ehrlich, ich werde deren Zuhause zerstören. Warum bin ich jetzt da hochgeklärt? Ich werde euer Zuhause zerstören. Und jetzt voll Boss. Kann noch runterfallen. Ja, natürlich. Natürlich. Geh weg, ey. Schlag mich jetzt mit der Treppe weiter. Weil ich voll der Boss bin. Und jetzt kann ich erst was essen. Siehst du? Der ist mit seinem Anblick, ist er schon gestorben. Die haben richtig jetzt Respekt vor mir. So, und wo ich gerade sehe, es ist Zeit für eine Aufnahmepause. Das bedeutet, die Folge ist vorbei.
Ja, siehst du, ich schlag ihn einmal und danach stirbt er von alleine. Also locke ich mich erstmal aus. Disconnect! Und ich locke mich jetzt nicht wieder in mein Dings rein Singleplayer. Obwohl, ich könnte euch das Haus eventuell zeigen, aber nein. Werde ich nicht. Das wird nämlich eine Überraschung sein, wie es dann am Ende aussieht. Weil es wird besser sein als das, was ich im Singleplayer habe. Also dann, Leute, Amigos, man sieht jetzt den High Five wieder nicht, aber High Five und Adios, Amigos. Adios, Adios.